Freunde, die obligatorische Pressekonferenz nach dem Verbandsliga-Punktspiel zwischen dem FC 07 Albstadt und Leinfelden-Echterdingen ist hiermit eröffnet. Ihnen präsentiert durch unseren speziellen Pressekonferenzsponsor Lena Brauerei Rosenfeld. Ich begrüße recht herzlich Herrn Trainer Francesco Di Frisco von Calcio Leinfelden-Echterdingen und den Coach vom FC 07 Albstadt Alexander Eberhardt. Wir haben ein hochinteressantes Verbandsligaspiel gesehen vor 320 Zuschauern heute Abend im Albstadion. Das Wetter hat gepasst und aus unserer Sicht das Resultat natürlich selbstverständlich auch. Aber ich möchte jetzt den Trainer beider Mannschaften das Wort überlassen und übergebe gleich das Mikrofon an den Gästecoach. Bitte schön. Schönen Abend zusammen. Ich gratuliere erstmal den FC 07 Albstadt zu den verdienten Sieg heute. Es war natürlich für uns nicht einfach. Die Anreise hat es schon eigentlich problematisch. Mit der Anreise hat es gestartet. Standen heute 45 Minuten im Stau. Sind auch mit einer Mannschaft angetreten. Aktuell mit 7 erkrankten Spielern. Das soll alles keine Ausrede sein. Ich sage es mal so. Wir haben uns einfach sehr, sehr schwach angestellt beim Spielaufbau. Die ersten 10 Minuten haben wir es versucht, durchs Klein-Klein, aber der Kollege hat die Mannschaft super eingestellt, indem man uns im Mittelfeld Druck gemacht hat, dadurch ein schnelles Ballgewinn. Albstadt geht dann mit 1-0 in Führung, wir kamen sehr schwer ins Spiel. Dadurch hatten wir auch die Problematik im Spielaufbau wieder beim 2-0, Ballverlust in der Offensive, schnelles Umschaltspiel vom Gegner, dadurch stand es schon 2-0. Durch einen Halbzeitpfiff wollten wir das natürlich, waren wir eher glücklich, dass es nur 2-0 stand. Es hätte auch 4 oder 5-0 stehen können. Und deshalb kann ich nur sagen, Gratulation an Albstadt und an meinen Spielern. Die müssen sich erstmal überlegen, ob das Verbandsliga tauglich war oder nicht. Für viele, glaube ich, ist die Liga zu hoch. Dann sollen sie sich erstmal schauen, dass sie eine andere Liga aussuchen. Vielen Dank. Gibt es Fragen an den Gästetrainer? Das scheint nicht der Fall zu sein. So darf ich auch an dieser Stelle offiziell Alexander Eberhardt und der ganzen Mannschaft recht herzlich gratulieren zum heutigen wichtigen Heimsieg und ich bitte, die Partie aus deiner Sicht zu analysieren. Zuerst mal danke dem Kollegen für die faire und eigentlich auch richtige Analyse. Ja, Kompliment, Riesenkompliment an die Mannschaft, wie sie das heute umgesetzt hat, wie man heute agiert hat von der ersten Minute an, das war echt klasse. Also das war wirklich die erste Halbzeit, die ersten 45 Minuten waren wir klar überlegen, sind dann auch 1-0 und fair dann in Führung gegangen. Das 2-0 haben wir sehr, sehr gut nachgesetzt, genau das Umschaltspiel, wie der Kollege gesagt hat, das wollten wir eigentlich. Wenn man Calcio ins Spiel kommen lässt, dann sind sie einfach individuell so stark, dass sie jederzeit dann zuschlagen können, das haben wir gewusst, das ist eine ganz, ganz gefährliche Mannschaft. Aber wie wir es dann angestellt haben, war klasse. Also erst 45 Minuten war super, leider nur mit einer 2-0-Führung. Wir können das 3-0 und 4-0 machen, ich glaube, wenn das dritte kommt noch vor der Halbzeit, dann bräuchte man in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so zittern. Die zweite Halbzeit hat dann komplett anderes Spiel. Calcio war viel besser, viel präsenter. Es ist natürlich auch Kopfsache, mir war nicht mehr so präsent, nicht mehr ganz so bissig in der Aggressivität, die Laufbereitschaft war auch nicht mehr ganz so vorhanden. Natürlich hat die erste Halbzeit auch wahnsinnig viel Kraft gekostet, aber wir haben es dann mit Glück und Geschick haben wir es irgendwie über die Runde gebracht. Selbst beim 2-1 war es natürlich dann nochmals richtig eng und klar, wenn du dann hinterstehst, kann natürlich noch so eine Flanke oder sonst irgendeine Situation auch mal 2-2 dann fallen. Aber Gott sei Dank haben wir dann mit einem Konter dann das 3-1 durch den Pero dann erzielt. Und dann war es eigentlich das Spiel gewonnen, dann war es erledigt. Kompliment nochmal an die Mannschaft. Der Dreier, der tut richtig gut. Haben wir uns, glaube ich, auch verdient, weil wir alles geben haben, was wir drauf haben. Am Schluss zu etwas weniger, aber klar, kräftemäßig natürlich dann auch. Haben wir etwas Tribut sollen müssen. Aber nochmal ein Riesenkompliment an die Mannschaft und das war gut. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Jetzt gilt es, einen Haken drunter machen und in den Karims genauso an die Leistung anknüpfen wie jetzt heute. Und dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Danke. Vielen Dank, Alex. Sind Fragen an unseren Trainer? Das scheint nicht der Fall zu sein. So darf ich mich recht herzlich bedanken
für die Resonanz anlässlich unserer Pressekonferenz. Nochmals betont, Ihnen präsentiert durch die großen Berliner Brauerei. Und ja, bitten wir natürlich auch für die Bierspende, denn heute gab es ja bekannt. Für die Zuschauer pro gelöster Eintrittskarte entweder 2 Bier oder 2 Sekt. Und davon wurde reichlich Gebrauch gemacht. Vielen Dank an dieser Stelle auch an die Sportfreunde BITS, erste Mannschaft und AHA, die das Training platzen ließen und hierher kamen, um die Mannschaft zu unterstützen. Ebenso war auch unsere U23 vollzählig da. Nicht zu vergessen die Jugendmannschaft unseres Clubs und die Fans aus nah und fern. Unseren Gästen wünschen wir viel Erfolg für die nächsten anstehenden Spiele und zunächst mal guten Nachhauseweg in der Hoffnung, dass jetzt das Ganze staufrei über die Bühne geht. Es tut uns natürlich sehr leid, dass die Hinfahrt nicht ganz so komplikationslos verlief, aber das hat man leider am Freitagabend noch nicht so richtig im Griff. In dem Sinne Ihnen allen ein schönes Wochenende. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.